Hi zusammen, mein Name ist Ednir, schön, dass ihr da seid zu einem neuen Video. Heute reden wir über das Thema Getting Things Done. Warum? Ganz einfach, weil ich meinen verdammten Shit nicht zusammenkriege. Und mit diesem ganzen Denglisch hoffe ich, dass ich das Ganze ein bisschen jetzt mal auf die Reihe kriege und euch on track hole, denn ich möchte mit euch über ein ganz beschissenes Thema sprechen, und zwar Projekte haben, die man nicht durchführt. Schlimm, ich weiß. Lasst uns mal darüber reden. Kennt ihr das mit den ganzen alten Hausaufgaben von früher? Ich gehörte auch zu dieser Generation, die ihre Hausaufgaben, sagen wir, morgens gemacht hat, vor der Schule. War halt immer einer der Ersten, der in der Schule ist und sich dann gesagt hat, ja, morgens die halbe Stunde reicht bestimmt aus. Ja, kritisch. Ich weiß, hat nicht immer funktioniert und manchmal auch dafür Ärger gekriegt, aber irgendwie hat man das sein Shit irgendwie hingekriegt und hat das schon gepasst. So war das jetzt mit diesem Kanal so ein bisschen. Ich habe mich ein bisschen umprobiert, weil ich habe ja ein Jahr lang, ja, Halo Freitag irgendwie hingekriegt. Das hat funktioniert. Und dann wollte ich natürlich eine gewisse Kontinenz behalten und irgendwie jede Woche ein Video rausbringen. Ich meine, das steht ja auch immer noch in meinem, ja, verdammten, ja, Banner oben drüber. Aber, wie ihr sicher gemerkt habt, kommen keine Videos. Kritisch. Ich weiß. Regt mich auch tierisch auf und da muss ich dran arbeiten. Und das ist aber etwas, was ich nicht so leicht hinkriege. Bin ich voll und ganz ehrlich mit euch, ich schaff's einfach nicht. Warum? Weil ich so eine gewisse Identitätskrise bekommen habe. Das zusätzlich mich noch daran hindert, sowieso schon meinen verdammten Arsch hochzubewegen und endlich in Anführungsstrichen Content zu kreieren. Auf der einen Seite habe ich hier doch einigermaßen Erfolg gehabt mit meinen Zeichenvideos, die in irgendeiner Form, ja, funny waren, sich ein Thema beschäftigt haben wie das hier, mit, ja, Sachen fertig hinkriegen. Aber auf der anderen Seite zeitgleich natürlich noch den Struggle zu haben, was mache ich hier eigentlich? Ich meine, ich mache Videos inzwischen seit über 10 Jahren auf dieser Plattform. Zwar auf verschiedensten Kanälen, aber trotzdem, ich habe es ja schon ein paar Mal gemacht. Ich mache mich immer wieder neu erkundig und ja, probiere neue Sachen aus. So auch hier, ich habe gedacht, ja, wir hatten ja irgendwie Gaming im Hintergrund, aber ich glaube, und da bin ich jetzt erst so richtig auf die Erkenntnis gekommen, viele von euch waren vielleicht nicht immer fürs Gaming hier, sondern meistens so ein bisschen wegen meiner Meinung oder meiner, ja, Einschätzung oder irgendwie sowas in der Richtung. Oder meiner Stimme, keine Ahnung, wenn euch die Stimme hier gefällt, ne? Okay, das war awkward. Aber ihr wisst, was ich meine. Das ist irgendwie so ein Ding, da muss man mit zurechtkommen. Und dann habe ich natürlich aber angefangen, auf Twitch wieder aktiv zu sein. Und das hat natürlich auch ein bisschen Zeit gefressen. Aber das habe ich gern gemacht, weil ich liebe tatsächlich wieder live gehen zu können und einfach auf Twitch zu sein. Also wenn ihr wollt, ne, der Link ist unten in der Beschreibung. Ja, aber auf der anderen Seite möchte ich auch diese Momente ein bisschen verwerten können, wenn ich denn die Möglichkeit habe. Das kommt natürlich auch noch erschwerend hinzu. Die Möglichkeit habe ich aber nicht immer. Und ja, das wäre aber so ein Ding, wo ich mir schon sagen würde, hey, wenn ihr dieses Projekt vielleicht Bock macht, dann kann man das doch mal aufnehmen und dann auch hochladen. Oder man lässt das mal durch so eine, ja, KI-Funktion laufen und schneidet daraus einfach ein paar Highlight-Reels. Wäre auch eine Option. Aber auf der anderen Seite glaube ich nicht, dass das Generic-Zeug euch so ein bisschen gefällt. Wenn, dann möchtet ihr schon irgendwie themenspezifische Videos einfach haben. Ich weiß nicht, ob ein Hybridmodell wie Gaming und Meinungsvideos zusammen oder getrennt, aber auf demselben Kanal funktionieren. Deswegen überlege ich schon seit langem, trotzdem zu sagen, ich mache meinen anderen Stuff noch auf dem anderen Video oder auf meinem anderen Kanal. Auf der anderen Seite sage ich mir dann aber auch wieder, ja, mal ehrlich jetzt, so groß sind wir noch lange nicht, dass wir das trennen müssen. Aber ich glaube, man könnte zumindest überlegen, die großen, langen Videos erst einmal dort hochzuladen, wenn denn wir irgendwie solche Videos machen wollen. Das ist aber einfach nur mal so am Rand. Aber ihr merkt schon, der Struggle ist da und irgendwie Sachen fertig zu kriegen, ist, denke ich, eine Sache, die doch ein paar Leute vielleicht haben, das Problem. Ich bin ganz ehrlich mit euch, ich habe keine Lösung. Dieser Schritt hier, ne, nur weil ich hier gerade vielleicht auf Aufnahme gedrückt habe, heißt noch lange nicht, dass dieses Video extrem schnell entstanden ist. Das heißt nur, dass die Aufnahme entstanden ist, aber noch lange nicht die Männchen, die hier über diesen Bildschirm tanzen, der Hintergrund oder whatever ich hier noch eingefügt habe. Denn, sind wir mal ehrlich, ich habe hier noch ein paar Figürchen erstellt schon vorher, bevor ich dieses Video angefangen habe, aber eigentlich für ein ganz anderes Video. Und da habe ich nur gemerkt, ey, Alter, ich krieg meinen Scheiß nicht fertig. Ich habe einfach nicht die Muße dazu, das zu machen. Ich zock lieber, ich mache irgendwas anderes, aber nicht das, was ich eigentlich machen wollte, und zwar halt einfach ein Zeichenvideo. Wenn ihr hier also Tipps habt, wie man sich ein bisschen selbst motivieren kann, und fangt mir bitte nicht an mit einfach nur anfangen, weil das ist halt nicht einfach nur anfangen. Das reicht nicht. Man muss dann auch fortsetzen. Das funktioniert bei manchen Sachen, aber nicht bei allen. Ja, das möchte ich nur noch mal anfangen. Und vor allem könnt ihr euch die
diesen Spruch merken, denn der wird mir für ein anderes Video, das ich geplant habe, in der Zukunft noch wichtig. Ne? Also das einfach anfangen. Aber generell, wenn ihr irgendwelche Vorschläge habt, wie man ein bisschen so seinen Shit together kriegt, ja, dann sagt mir das gerne. Ansonsten, wenn euch dieses Video hier mal gefällt, so dass ihr mich mal wieder in einer zeichnerischen, ja, Exzellenz wollte ich jetzt nicht sagen, aber in so einem zeichnerischen Umfeld seht und euch das gefällt, dann schreibt mir das. Denn ich kann euch sagen, das zumindest motiviert mich auf jeden Fall. Also klar, Zahlen sind super schön, wenn die nach oben gehen und wie auch immer, auch wenn Daumen nach oben gehen. Aber ganz ehrlich, das ist halt nur die halbe Miete. Irgendwie, ja, ich hätte kein Problem damit, wenn hier, keine Ahnung, nur 10 Aufrufe drauf sind und dafür dann aber halt auch, keine Ahnung, 5 Kommentare oder so. Das wäre für mich schon einfach eine Menge. Einfach nur, dass ich weiß, okay, es gibt Leute, die schauen sich nicht nur dieses Video einfach an, sondern, ja, die hätten vielleicht noch einen Input für mich. Und wenn es jetzt keinen wirklichen Tipp habt, dann teilt einfach nur, ob es euch genauso geht, ob ihr auch Schwierigkeiten habt mit, ja, ja, irgendwie euren Shit together zu kriegen und vielleicht irgendwie struggelt. Weil für mich gilt das nicht nur eben hier mit Videos, sondern auch mit anderen Sachen, sei es mal aufräumen oder sonst irgendwas. Das ist so ein Ding, ich weiß nicht so ganz. Also da kämpfe ich halt einfach noch mit. Entweder können wir hier gemeinsam kämpfen, das heißt, dass wir einfach gemeinsam da sind und zumindest uns ein bisschen stärken in der Hinsicht, dass wir sagen, okay, ja, mir geht's auch so. Das würde mir auch schon helfen. Da würde ich mich auch schon freuen, dass ich das zumindest ein bisschen lesen kann. Dann fühle ich mich vielleicht ein bisschen weniger schlecht. Aber ansonsten, wenn ihr Lösungen habt, gerne her damit. Aber wenn nicht, auch kein Problem. So, jetzt habe ich länger hier drüber gerambelt, als ich wollte. Deswegen, ja, verabschiede mich jetzt. Ciao.